Wartest du auf uns? Heute findet kein Training statt. Ich verstehe das nicht. Was ist das? Ich dachte, dass es heute keinen Ärger geben würde. Das sind die Footballerinnen, die sich mit eurem Make-up schminken. Mädels, ich verstehe etwas nicht. Ist es für euch in Ordnung, wenn ihr euch an unseren Schminktisch setzt und unsere Schminkpaletten benutzt? Footballspielermädchen, geht es euch gut? Was macht ihr überhaupt hier? Wir haben euch gesagt, dass ihr die Nacht im Erdgeschoss verbringt. Und nicht hier. Bunnies? Coach Abby hat uns hierher geschickt. Im Erdgeschoss sind alle Zimmer belegt. Wir dachten, wenn wir schon das Zimmer teilen, dann teilen wir auch die Kosmetik, oder? Mädels, habt ihr das gehört? Sie dachten, sie kämen damit durch. Footballer, hört zu. Alles, was auf unserem Schminktisch sitzt und in den Schubladen liegt, gehört uns. Das haben wir mit unserem Geld gekauft. Und wir werden niemandem erlauben, unsere Kosmetika zu benutzen. Niemandem. Ups, tut mir leid. Das wusste ich nicht. Jetzt weiß ich es ja. Nancy, hol dein Make-up. Wir müssen uns fertig schminken. Wir brauchen eure Kosmetika nicht mehr. Wir werden uns mit unserer Kosmetik schminken. Footballerin, das war die letzte Warnung. Wagt es bloß nicht. Wenn wir noch eine von euch dabei erwischen, unser Make-up zu benutzen, dann, glaubt ihr, werden wir euch mit Gewalt aus diesem Raum herausziehen und euch nicht wieder reinlassen. Wir brauchen euer Make-up nicht. Mädels, wir haben euch gewarnt. Ich verstehe das nicht. Müssen wir jetzt alle unsere Schränke abschließen? Also sind es nicht nur die Footballer, die hierher kommen, sondern auch die Frösche. Die haben unser Lipgloss benutzt. Ja, das haben wir gestern gesehen. Okay, Mädels, pudern wir uns die Nasen und gehen. Wir werden unser ganzes Wochenende verpassen. Mädels, nehmt ihr mich mit oder so? Tja, wenn du dich fürs Shoppen mit Frauen interessierst. Aber im Allgemeinen, Maskottchen, wollen wir jetzt unter uns sein. Okay, Mädels, alles klar. Viel Spaß. Wir treffen uns heute Abend zum Essen. Bis dann, Maskottchen. Bis dann, Maskottchen. Blondie, nun, es tut uns leid. Warte, wir haben es einfach vergessen. Mädels, ich bin um 6 Uhr aufgewacht und habe gehofft, dass ich meine Augen öffne, der Raum voller Luftballons ist und ihr Happy Birthday Blondie ruft. Blondie, ich habe deinen Geburtstag im Kalender markiert, aber ich habe ihn verloren. Und ich hatte ihn auf meinem Handy eingetragen, aber es funktionierte nicht. Alles Gute zum Geburtstag. Also sauer und trostlos. Alles Gute zum Geburtstag, Blondie. Verschwindet von hier, ich will euch nicht sehen. Ihr nennt euch meine Freundinnen? Verdammt, weißt du, Blondie, du hast dich auch nicht an meinen Geburtstag erinnert? Verdammt, Mädels, was sollen wir tun? Wir haben es wirklich vermasselt. Sie ist unsere Freundin und der Kapitän. Wisst ihr, Mädchen, ihr hättet mir wenigstens eine Postkarte oder einen Schokoriegel geben können. Aber nein! Oh, hallo, Blondie. Alles Gute zum Geburtstag. Seht ihr, sogar die Basketballer haben mir zum Geburtstag gratuliert. Woher wisst ihr Basketballer von ihrem Geburtstag? Die Bunnies haben es uns erzählt. Verschwindet von hier. Komm, Blondie, lass uns was unternehmen. Wir müssen deinen Geburtstag feiern. Verdammt, sogar die Bunnies wussten von Blondies Geburtstag. Okay, was machen wir also? Was ist das Programm? Lasst uns Pizza und Eis bitten, etwas Leckeres zu zaubern. Ein Kuchen oder so etwas. Was? Ja, ich sehe. Ihr habt überhaupt keine Fantasie. Frösche, was redet ihr da neben unserem Auto? Geht weg von hier, los. Wir streiten uns hier mit Blondie rum. Danke, Bunnies, dass ihr wenigstens daran gedacht habt, wann mein Geburtstag ist. Aber meine Freundinnen haben es vergessen. Oh, Mädels, wie konntet ihr das nur tun? Den Geburtstag eures Mannschaftskapitäns vergessen. Das ist respektlos gegenüber dem Teamkapitän. Mädels, das ist gemein von euch. Oh, wenn ich einen Teamkapitän wie Blondie hätte, würde ich auch ihren Geburtstag vergessen. Ganz sicher. Danke, Mädels, dass ihr mich wenigstens unterstützt. Und ihr, Mädels, meine drei Freundinnen, ihr respektiert mich gar nicht. Blondie, nein! Wir respektieren dich. Haut ab! Ich will euch nicht mehr sehen. Ja, Mädels. Ich bin schockiert. Wie ist es möglich, dass das Team den Geburtstag des Kapitäns vergessen hat? Mädels, gehen wir jetzt shoppen oder was? Irgendwie tut sie mir leid. Knoppe, natürlich ist es schade, wenn ihr, meine Freundinnen, meinen Geburtstag vergessen würdet. Ich weiß nicht, ob ich euch das verzeihen könnte. Blondie! Seid ihr immer noch hier? Haut ab! Bunnies, ihr seid zur falschen Zeit und am falschen Ort. Und dann noch Blondie zu unterstützen, super. Bunnies, ihr seid unsere Konkurrenten und eure Unterstützung ist gekünstelt. Schaut, jetzt sind wir auch noch schuldig. Schaut euch Blondie an. Ich bin an diesem Tag meinen Geburtstag am unglücklichsten. Hört zu, Mädels. Ich verstehe, dass Blondie kein besonders nettes Mädchen ist. Aber sie hat trotzdem Geburtstag. Lass uns ihr eine Überraschung bereiten. Ja, machen wir. Cool, diese Blondine hat noch in unserem Auto gefehlt. Toll. Hey, ich bin auch blond. Beruhigt euch, Mädels. Also, Nastia, du laufst jetzt zu Eis und Pizza und bittest sie dir... Okay. Nun, du und ich, Knopper, wir gehen mit Blondie shoppen. Komm, lass uns sie überraschen. Los geht's. Hör zu, Blondie. Glaub mir, ich weiß auch, wie es ist, wenn alle deinen Geburtstag vergessen haben und einem niemand gratuliert. Du weißt das?
Ja, ich weiß es. Es ist zwar noch nie passiert, aber ich verstehe dich, weißt du? Also, Blondie, wenn deine Freundinnen dir nicht gratuliert haben, werden wir dir gratulieren. Die Mädchen und ich haben uns gefragt, ob du Lust hast, mit uns shoppen zu gehen. Wenn deine Freundinnen dir noch ein Geschenk gemacht haben, möchten wir dir was schenken. Verdammt, Bunnies, ich hasse euch so sehr, aber heute seid ihr echt so cool. Also, Knöpfe, auf geht's. Lass uns eine coole Party für Blondie veranstalten. Los geht's. Heilige Scheiße, was ist denn da los? Die Bunnies setzen einen Frosch ins Auto? Ja, Blondie hat Glück. Ja, vielleicht habe ich auch mal Glück und Diana nimmt mich in ihrem Auto mit. Das wäre toll. Julie, du musst nicht in diesem Auto sitzen. Bros, ich will einfach Teil des Cheerleader-Teams sein. Gigi, niemand wird uns ins Bunny-Team aufnehmen. Wir sind beim Casting durchgefallen. Gigi, du bist für mich immer ein Cheerleader. Verdammt, Blondie und die Bunnies sind zusammen unterwegs. Nun, jetzt wird es ihr bester Geburtstag aller Zeiten werden. Danach werde ich nicht mal mehr mit Blondie reden dürfen. Bitteschön. Danke. Wollt ihr was essen? Nein, wir haben keinen Hunger. Hallo, Coach Abby. Lehrer Mike? Nastja, was ist los? Warum bist du schlecht gelaunt? Was mit mir ist? Ich bin nicht shoppen gewesen. Eis, Pizza, ihr müsst einen Kuchen backen. Einen Kuchen? Und wer bekommt den? Blondie hat heute Geburtstag und die Bunnies möchten ihr gerne einen Kuchen backen und sie überraschen. Heißt das, Blondie und die Bunnies sind wieder Freunde oder was? Ich weiß nicht. Aber die Bunnies waren heute etwas sauer, weil Blondie Geburtstag hat. Und die Freundinnen haben es vergessen. Total. Ich bin für Frieden. Es sollte Freundschaft zwischen den Mädchen geben. Ich bin froh, dass sie Freunde sind. Mike, bist du verrückt? Die Frösche und die Bunnies sind Rivalen. Zwischen ihnen wird es keine Freundschaft geben. Okay, Nastja, alles klar. Der Kuchen wird gemacht. Was für eine Füllung soll er haben? Jede Art von Füllung ist okay. Glaub mir, der Geburtstag von Blondie ist mir total egal. Verstanden? Irgendeine Füllung. Okay, Pizza, dann bring alles her. Pudding, Schokolade und Beeren. Also, wir haben keine Beeren. Dann such sie halt. Okay, verstanden. Kostja, vergib mir. Ich war echt dumm. Ich möchte alles wieder so machen wie früher. Ich vermisse deine Witze. Kostja, es tut mir leid, dass ich unsere Freundschaft nicht wertgeschätzt habe. Und Lauren und Nancy mag ich auch nicht mehr. Wen magst du noch alles nicht? Warum bist du hier? Denkst du, wir haben Mitleid mit dir? Wir haben auf jeden Fall kein Mitleid. Ich werde dir Kostja nicht geben. Kostja ist mein Freund. Nimm deinen Helm und verschwinde. Leute, warum so unhöflich? Nehmt mich in eure Bewegung auf, sucht mir ein Mädchen und dann werde ich wie ihr sein, okay? Denn ich will nicht zu Lauren zurückkehren. Ich bin nicht mehr dein bester Freund und ich kann nicht alles selbst entscheiden. Wir entscheiden hier zusammen. Sakat, bist du bereit, ihn bei uns aufzunehmen? Nein, ich habe keine Freundin, aber ich soll ihm eine besorgen, oder was? Ich bin auch Single. Genau wie ich. Hast du das gehört? Meine Brüder sind Single. Und du willst bei unserer Bewegung mitmachen und dir ein Zombie-Mädchen holen? Ja, ich möchte gerne eine Beziehung. Er ist ein sehr liebevoller Typ. Salina, da gibt's auch diese Sukra. Ich denke, sie wird zu Dima passen, oder? Ja, Sukra wird perfekt sein. Hast du ein Foto von ihr? Sukra. Keine Bilder, aber ich kann sie dir beschreiben. Ja, beschreib ihm mal, wer Sukra ist. Sie hat 3 Federn auf dem Kopf und 2 Zähne. Nein, danke. Ich will nicht mit Sukra ausgehen, okay? Aber nehmt mich bitte bei euch auf, ja? Ich will ein Mädchen für mich finden. Was auch immer Kostja sagt, so wird es sein. Er hat mich einmal verraten, also wird er es auch nochmal machen. Das will ich nicht, okay? Kostja, verzeih mir bitte ein letztes Mal. Ich werde dich nicht noch einmal im Stich lassen, ja? Dima, was machst du hier? Ich wollte nach dir suchen. Ich hab's dir doch gesagt. Dima, wir gehen jetzt hier weg. Dima, Wiedersehen. Dima, deine Lauren ist da. Oh, hallo Lauren. Ich bin gerade nur vorbeigekommen und wollte Kostja Hallo sagen. Hättest du mir nicht Bescheid geben können? Ich war besorgt. Ich habe im ganzen Landhaus nach dir gesucht. Ja, es tut mir leid. Das nächste Mal werde ich dir Bescheid geben. Los geht's. Ich bin schockiert. Er hat sie einfach angelogen. Er hat sich bei Lauren beschwert bei uns. Das ist Dimas Problem. Will sich einfach uns anschließen. Aber bei uns gibt's keinen Platz für Lügner. Darf ich gucken? Nein, Blondie. Noch eine Minute. 1, 2, 3. Öffne die Augen. Ihr habt mich in diesen coolen Laden gebracht. Und ich darf mir aussuchen, was ich will? Willkommen im coolsten Laden für Kleidung und Accessoires. Willkommen im coolsten Laden. Taschen und noch mehr Blusen. Ich brauche was Grünes. Ratten, wie seid ihr hierher gekommen? Wir arbeiten hier. Wir arbeiten hier. Mädels, welches Top wollt ihr mir kaufen? Dieses oder dieses? Ach, kauft mir einfach das teuerste davon. Blondie, du kannst dir aussuchen, was du willst. Wir werden dir jedes Geschenk kaufen. Du hast doch heute Geburtstag. Also, Leila, ich verstehe nicht. Warum bringen sie Blondie in unseren Laden und wollen für sie Geld ausgeben? Jana, das ist doch egal. Unsere Aufgabe ist es, alles so gut wie möglich zu verkaufen. Je mehr wir verkaufen, desto mehr verdienen wir. Mädels, was soll ich sonst nehmen? Okay. Ratten? Habt ihr etwas Grünes für Blondie? Etwas Besonderes für sie? Wir haben etwas sehr Interessantes. Aber es kostet eine Menge. Geld spielt keine Rolle. Ihr seht, heute wollen wir dem Geburtstagskind ein Geschenk machen. Na los, zeigt es. Hier. Nur fürs Geburtstagskind. Aber es ist sehr teuer.
Wow, habt ihr das für uns aufbewahrt? Hier, pack es ein, solange Blondie es nicht sehen kann. Ihr habt 700 Mäuse und keine Ratenzahlungen und Rabatte. Wir nehmen es. Wie viel? 700 Mäuse. Knopper, beruhige dich. Mädchen, also dieses Top und dieser Hund mit dem Schmuck. Okay, Blondie, alles für das Geburtstagskind. Nein, Gucci ist nicht zu verkaufen. Mädchen, dann kauft mir eine Art Gummiband oder einen Ring oder so. Okay. Verdammt, langsam wird's aber unverschämt von ihr. Wir müssen gehen. Euer Einkauf, Mädchen. Danke. Blondie, lass uns gehen. Leute, ich überlege, ob ich dieses Wochenende die Bunnies reinlegen soll. Wer hat Lust darauf? Wie sollen wir sie reinlegen? Nun, wir stehlen alle ihre Kleidung. Sie wachen auf, aber die Kleidung ist weg. Aha, und was sagen die Bunnies dazu? Mary, hast du bessere Ideen? Ich schlage etwas vor, um Spaß zu haben. Habt ihr etwa Angst vor den Bunnies? Also ich habe von nichts Angst. Könnt ihr das überhaupt glauben? Blondie verbringt ihren Geburtstag mit den Bunnies. Ja, das hatte ich nicht von ihr erwartet. Ja, eigentlich sind wir doch schuld. Wir drei haben ihren Geburtstag vergessen. Ich hasse diese Bunnies. Ich hasse Blondie. Ja, und sie hasst uns jetzt. Aber jetzt ist sie glücklich und hat Spaß und feiert ihren Geburtstag mit den Bunnies. Leute, ich glaube, wir haben ein paar Komplizen. Frösche? Wollt ihr dieses Wochenende die Bunnies reinlegen mit uns? Hä? Wir hassen die Bunnies so sehr, dass wir nicht nur zum Reinlegen bereit sind, sagt es uns, Verlierer. Dieses Wochenende wollen wir die Bunnies ganz ohne Klamotten zurücklassen. Ganz ohne Klamotten. Ja, sie werden verblüfft sein. Ah, Pizza, ist die Sahne fertig? Ich muss nämlich noch einen backen. Ja, ich kümmere mich drum. Was riecht hier denn so gut? Wir backen einen Kuchen. Mit Schokolade und Beeren. Werdet ihr uns heute mit Kuchen verwöhnen? Oh, Eis, das größte Stück ist für mich. Für mich ist eins mit Beeren. Nein, Jungs. Die Bunnies haben diesen Kuchen für Blondie bestellt. Es ist ihr Geburtstag. Ich verstehe nicht. Soll das ein Scherz sein? Mögen die Bunnies und die Frösche sich wieder? Wir haben uns gegen die Frösche getauscht. Die Bunnies haben uns keinen Geburtstagskuchen bestellt. Ich weiß nicht, mit wem ihr Probleme habt, aber bitte lasst uns machen, okay? Leute, wenn ihr Hunger habt, im Kühlschrank gibt es Pasta Carbonara. Macht sie einfach warm. Dankeschön. Nastia, hast du alles vorbereitet? Ja, der Kuchen ist fertig. Ich möchte ihn unbedingt essen. Was machst du da? Der ist für Blondie. Na gut. Knopper, komm rein. Wir sind bereit. Komm rein, Blondie. Ich kann nicht sehen, was ihr für mich vorbereitet habt. Blondie, öffne deine Augen. Das ist für dich. Danke, Mädels. Also gut, blass die Kerze aus und wünsch dir was. Ich wünsche mir, nie wieder mit den Bunnies zu kämpfen. Das wäre ein toller Wunsch. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, liebe Blondie. Happy Birthday to you. Danke. Blondie, das ist noch nicht alles. Im Laden haben wir dir nicht nur ein Oberteil gekauft, sondern auch dieses kleine Geschenk hier. Danke, ich liebe euch so sehr. Oh mein Gott, das ist die beste Tasche, die es geben kann. Mädels, danke für diesen tollen Geburtstag. Ich werde ihn nie vergessen. Mensch, Mädels, ich habe die Tasche gesehen. Die kostet 700 Mäuse. Na gut, ist doch egal. Blondie ist so glücklich. Mädchen, ihr seid verrückt. Danke, Mädels. Ihr habt mir den Geburtstag versüßt. Wie schade, dass ihr nicht mein Team seid. Ich verehre euch so sehr. Verdammt, Mädels. Könnt ihr ihr echt glauben? Ich hoffe, Blondies Gefühle sind echt. Also gut, Blondie. Geh und zeig dein Geschenk. Nein, ich werde den Kröten mein Geschenk nicht zeigen. Und kann ich bei euch bleiben? Lass uns den Kuchen teilen und meinen Geburtstag zusammen feiern. Okay, Blondie, bleib. Leute, tut doch mal Nettes für die, die es brauchen. Okay? Like das Video, klickt auf die Glocke und wartet auf unsere neuen Episoden. Bis bald und tschüss zusammen. Bye-bye. Also, nimm deinen Kuchen. Beiß rein, beiß rein.